Hallo und herzlich willkommen bei Linksaktiv. Wir stecken in der tiefsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und immer mehr Menschen fragen sich, wer wird eigentlich am Ende für die Milliarden Rettungspakete für die Banken zahlen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Menschen bleiben mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Fragen alleine, oder sie fangen an, sich in die Politik einzumischen. Die Linke ist die einzige Partei, die sagt, zahlen müssen auch diejenigen, die vorher die dicken Gewinne eingestrichen haben. Entscheiden tun das aber nicht ein paar Promis in Berlin, die im Bundestag oder im Fernsehen auftreten, sondern entschieden wird das vor Ort, wenn viele Menschen den Mund aufmachen, sich einmischen, dort, wo sie leben, für eine neue soziale Idee werben. Das ist auch die Kernidee von Linksaktiv. Wir wollen euch, egal ob ihr Parteimitglieder seid oder nicht, egal ob ihr dauerhaft bei der Linken euch engagieren wollt oder nicht, ein Angebot machen, wie ihr jetzt in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs in die Politik eingreifen könnt. Im Folgenden wollen wir einige Ideen, einige Anregungen von Linksaktiv euch vorstellen. Politik wird nicht nur im Fernsehen gemacht, ganz im Gegenteil. Über Politik wird vor allem im privaten Kreis geredet. In deiner Familie, im Freundeskreis, auf der WG-Party. Sprich die Menschen in deinem Umfeld darauf an, dass bald Bundestagswahlen sind. Es gibt ganz viele, die sind sich einig, dass sich etwas ändern muss. Und trotzdem gehen viele von ihnen nicht zur Wahl. Dabei kommt es auf jede Stimme an. Du kannst außerdem deinen Nachbarn unsere Wahlzeitung in den Briefkasten werfen. Das kostet nicht viel Zeit, aber wenn das viele machen, können wir so sehr viele Menschen erreichen. Wir schicken dir gerne Material zu, für die Menschen in deinem Haus, in deiner Straße oder in deinem ganzen Stadtteil. Auch wenn du nicht viel Zeit investieren kannst, jede Unterstützung zählt für den Wahlkampf und du kannst einen wichtigen Beitrag leisten. Egal welche Aktivität ihr plant, in der Gruppe, in einem Team macht das immer mehr Spaß. Als erstes kannst du dich bei der Geschäftsstelle vor Ort an die Linke wenden. Dort findest du sicher Leute, die dir sagen können, wo du Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden kannst und welche Aktivitäten gerade im Wahlkampf anstehen. Wenn ihr Leute in einem Team zusammengefunden habt, dann lohnt es sich, sich zu treffen in einer Gruppe und sich die Zeit zu nehmen, eine gemeinsame Planung zu machen. Vielleicht gibt es Menschen, die schon länger in der Linken aktiv sind und die Erfahrung von vergangenen Wahlkämpfen einbringen können in eure Planung. Aber sicher ist, jeder von euch hat gute Ideen und wenn ihr die zusammenbringt und euch die Zeit nehmt, daraus einen Plan zu machen, dann kann wirklich ein guter Wahlkampfplan entstehen. Zuletzt noch eine Anregung. Wir haben im Rahmen der Linksaktiv-Kampagne die Erfahrung gemacht, dass wir uns oft darauf verlassen, dass wir die Menschen mobilisieren, wenn wir ihnen eine Mail oder einen Brief schicken. Das ist sehr trügerisch. Viel wichtiger ist die persönliche Kommunikation. Nehmt euch Zeit, die Menschen anzurufen. Nehmt euch Zeit, euch mit den Menschen zu treffen und einen Kaffee zu trinken. Sie zu motivieren, zuzuhören, was sie einzubringen haben in unsere Wahlkampagne. Dann können sie motiviert werden und so kann wirklich ein Team aufgebaut werden. Wenn ihr euch in eurem Kreisverband, in eurer Basisorganisation oder in eurem Team zusammengefunden habt und den Wahlkampf plant, dann schlagen wir euch vor, mit einer Kartografierung eures Wahlgebietes oder zu Neudeutsch mit einem Mapping anzufangen. Das hat drei Vorteile. Erstens, wir können euch helfen, eine Karte zu erstellen, wo ihr die Aktiven und die Mitglieder leicht sichtbar machen könnt. Oft ist es nämlich so, dass unsere Aktiven gar nicht wissen, dass ein, zwei Straßen weiter auch ein Parteimitglied wohnt. Oder es kann ja sogar sein, dass durch eure Aktivitäten in den letzten ein, zwei Wochen auch neue Aktive dazugekommen sind. Zweitens schlagen wir vor, auf einer solchen Kartografierung, auch bei einem solchen Mapping, auch die Wahlergebnisse zu berücksichtigen. Auf diese Art und Weise können wir rauskriegen, wo sind eigentlich unsere Hochburgen oder wo sind weiße Flecken, wo wir vielleicht bis jetzt noch gar nicht aktiv waren. Drittens kann uns ein Mapping, eine Kartografierung dabei helfen, unseren Stadtteil als ein lebendiges soziales Gebilde wahrzunehmen. Zum Beispiel kann es durchaus wichtig sein zu wissen, wo ist ein selbstverwaltetes Jugendzentrum? Kennen wir da vielleicht jemanden, der dort aktiv ist, der dort Aktivitäten gestaltet und der für uns, für unsere Wahlkampagne es möglich machen kann, dass der lokale Direktkandidat sich dort einmal vorstellt? Solche Informationen sind extrem wichtig, um nicht nur einige Plakate an Laternen zu hängen, um nicht nur Briefe in Briefkästen zu stecken, sondern um direkt an die Menschen ranzukommen und mit ihnen in ihrem Alltag sprechen zu können und kommunizieren zu können. Wir wollen Menschen überzeugen von unseren Ideen. Dafür müssen wir mit ihnen reden. Infostände sind dafür eine gute Möglichkeit. Überlegt euch gemeinsam in Ruhe, wo ein guter Platz ist in eurer Stadt, in eurem Ort, um einen Infostand aufzubauen. Wo viele Menschen vorbeikommen, aber vielleicht nicht alle nur vorbeihetzen, sondern auch viele Zeit haben, mal einen Moment stehen zu bleiben und zu reden. Und nehmt euch, bevor es losgeht, Zeit,
eine kurze Vorbesprechung zu machen, euch zu überlegen, wie wollt ihr die Leute ansprechen? Was ist das wichtigste Thema bei euch vor Ort? Wenn es dann losgeht, ist das Wichtigste, dass ihr euch nicht hinter dem Stand versteckt. Das ist langweilig und es bringt nichts. Wenn ihr auf die Leute zugeht, merkt ihr schnell, dass eigentlich alle Menschen etwas Spannendes zu sagen haben. Und viele haben durchaus Interesse, mit euch zu diskutieren und über die Positionen der Linken zu diskutieren. Also traut euch einfach, auf die Menschen zuzugehen, sie anzusprechen und ihnen Fragen zu stellen. Überzeugend seid ihr dann, wenn ihr selber wisst, warum ihr das tut, warum ihr da auf der Straße steht, warum ihr über dieses Thema reden wollt. Erklärt den Leuten einfach, was euch bewegt hat, für die Linke aktiv zu werden, was euch bewegt hat, für die Linke Wahlkampf zu machen. Genau dafür ist Linksaktiv da. Sprecht die Leute an, gebt ihnen die Linksaktivkarte. Am allerbesten füllen sie die direkt am Stand aus und ihr habt sofort eine neue Mitstreiterin, einen neuen Mitstreiter gewonnen. Vielleicht könnt ihr euch schon gleich für die nächste Aktion verabreden. Vielleicht seid ihr beim nächsten Infostand dann gleich schon eine Person mehr, schon eine größere Gruppe, sodass das Ganze noch mehr Spaß macht. Im Folgenden wollen wir euch einfach einige Ideen vorstellen, die wirklich jede Gruppe machen kann. Aber euren Ideen, eurer Kreativität ist natürlich bei dem Wahlkampf keine Grenze gesetzt. Die erste Idee ist die Idee der Bodenzeitung. Nehmt einfach ein großes Stück Papier und schreibt darauf offene Fragen, was die Menschen sich zum Beispiel von der Politik nach der Bundestagswahl erwarten. Schreibt unsere Positionen der Linken auf und legt einfach Stifte dazu. Ihr werdet sehen, dass Menschen kommen werden und einfach Kritik, Anregungen und ihre Ideen auf dieses Stück Papier eintragen werden. Eine andere Idee ist die Idee der Stolperschilder. Auf diesen Schildern formulieren wir provokante Thesen, spitzen aktuelle Auseinandersetzungen zu, konfrontieren die Menschen mit Fakten, die gerade aus den aktuellen Auseinandersetzungen in der Politik herausgenommen werden. Das heißt, wenn die Menschen sich auf unseren Stand zubewegt haben, haben sie schon an 4 Punkten irgendwie sich selbst mit Politik beschäftigt, haben irgendeine Meinung gebildet. Manchmal kommen sie dann direkt auf uns zu und sprechen uns an. Eine besondere Möglichkeit und etwas anspruchsvoller ist es, ein Straßentheater aufzuführen. Damit könntet ihr unter Umständen einen ganzen Platz oder einen ganzen Straßenzug Aufmerksamkeit erregen. Auf diese Art und Weise könnt ihr Menschen ansprechen und mobilisieren, aber es bedeutet eben auch wesentlich mehr Vorbereitung und auch ein bisschen mehr Mut, so etwas aufzuführen. Linksaktiv wirkt. Bereits jetzt haben sich 4.000 Menschen gemeldet, um im Rahmen der Linksaktiv-Kampagne im Wahlkampf mitzumachen. Viele davon sind keine Parteimitglieder der Linken und für viele ist es das erste Mal, dass sie überhaupt selbst aktiv Politik machen. Nur mit einer starken Linken im Parlament wird es nach der Wahl eine laute Stimme geben gegen Kürzungen im Sozialsystem und gegen Kriegseinsätze. Deswegen brauchen wir gerade im Wahlkampf jede Unterstützung und sind darauf angewiesen, dass viele Menschen in ihren Städten und in ihren Orten für die Linke Wahlkampf machen. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video einige Anregungen und Ideen geben konnten, wie so eine Wahlkampagne, wie so eine Linksaktivkampagne auch bei dir vor Ort aussehen kann. Jetzt geht's los. Auf geht's in die heiße Wahlkampfphase.